Kalispera und guten Abend, meine lieben Freunde. Seid mal wieder ganz recht herzlich begrüßt zu einer weiteren kleinen Runde des Aiming Problem Simulators. Nein, natürlich zu Space Engineers. Ich bin halt schon wieder etwas gestresst hier wegen dem Aiming Problem, aber dadurch lassen wir uns die Laune nicht verderben. So. Wie ihr unschwer erkennen könnt, habe ich noch ein bisschen was gemacht, aber nicht viel, nur ein bisschen. Und ich stelle gerade fest, mir geht so langsam das Material aus, wir müssen mal zurück hier. Ich glaube, hier sind wir richtig. Jawohl. So, zum einen, wenn wir schon mal da sind. Dankeschön. Bisschen auffüllen. Schadet auch nicht. So, und jetzt holen wir noch ein bisschen Material ab. Na komm, nimm alles mit, macht doch nichts, oder? Sollte doch eigentlich kein Problem sein. Motoren haben wir noch, Computer Displays, Interior Plates, Large Steel Tubes. Können wir eigentlich auch mal ein bisschen? Nehmen wir mal 6 Stück mit, falls wir sie brauchen. Dann sind wir jetzt eh fast wieder voll beladen. Dann können wir ja fröhlich weiter schweißen. So. Ja, ich zeig's euch mal ganz kurz. Also ist nicht viel geschehen. Bisschen was habe ich noch angebracht. Aber es ist halt doch wirklich sehr, wie soll ich sagen, sehr mühselig ist. Ihr seht es ja selber. Durch dieses Aiming-Problem. Kann da schon ein bisschen nervtötend werden. So. Haben wir den Block, haben wir auch den auch. Ich will die Triebwerke immer erst ganz zum Schluss machen. Ja, mich vergewissern will, dass ich dieses Innenleben komplett habe. Ansonsten. So, jetzt ist natürlich was passiert. Das finde ich gar nicht so toll. Er muss nochmal. Genau, so, besser. Passt. Jetzt der hier. Und dann die nächste Abzweigung. Hier blinkt auch noch was. Das kann doch jetzt nicht schon das Triebwerk sein hier unten, oder? Doch, tatsächlich, wie geht das? So. Wir müssen ja erstmal die Abzweigung hier. Mann, der hüpft immer so hin und her. Jetzt, jawohl. Perfekt. Jetzt hier. Wunderbar, sehr schön. Hier oben noch. Na komm. Okay. Haben wir die Abzweigung hier noch nicht? Den Block haben wir aber. Den hier auch noch nicht? Warum nicht? Wir haben noch vieles nicht, so wie ich das gerade sehe. Warum finde ich das jetzt nicht gut? Den haben wir. Auf der anderen Seite, da waren wir fleißiger. Oder ich. Ihr könnt ja nichts dafür. Ihr sitzt ja nur passiv im Stuhl und schaut zu. Und ich bin derjenige, der es verbockt. Das fällt dir auch. Warum fällt denn mir die Hälfte? Okay, so. Eieiei. Katastrophal. Nachher fliegt das Teil nicht. Wenn ich nur im Scheißebaum bin hier. Guck mal an, das fällt ja auch. Was ist denn da los? So. Okay.
Ach Gott. Sind die anderen Seite mal auch so weit? Den haben wir, den auch, den nicht. So. Okay. Jetzt sieht es aber eigentlich soweit ganz in Ordnung aus. So. Hui. Anstrengender, als ich gedacht habe. Ich weiß immer nicht, wo ich weitermachen soll. Versuche hier mal ein bisschen die Außenflügel. Die Triebwerke habe ich ja. Hier habe ich sonst, glaube ich, auch alles. Genau, dann kann ich ja mal eigentlich sorgenfrei hier rein schweißen, das müsste so weit gehen. Hoffe ich zumindest mal, dass es geht. Doch hier müsste eigentlich. Uah. Also, ich habe es ja irgendwie ein bisschen begrüßt, dass sie den Jetpack frisiert haben, aber das ist mir jetzt irgendwie doch ein bisschen too much hier. Habe ich jetzt den Block hier nicht? Doch, den habe ich, alles klar. So, dann jetzt, bevor wir hier den da draußen schweißen, einmal hier so. Nächste. Next. Ach, komm schon. Würdest du. So. Ich hört's ja wahrscheinlich, ne? Ich tippe die Taschen nur ganz kurz an. Und der hüpft ja hier wirklich fröhlich umher. Das ist nicht mehr schön. Ist total schwer, überhaupt hier irgendeinen Block anvisiert zu bekommen. Oh. Space Engineers, was soll das? Nein. Ja, so besser. Ja, Alter, ey. Da bricht da echt die Finger. Besser. Jetzt kriegen wir wenigstens mal wieder ein bisschen Tempo rein hier. Gut. Ich glaube, so langsam wird es dann auch Zeit, die Triebwerke hier mal ins Leben zu rufen. So. Sehr schön. Okay, komm. Dann arbeiten wir mal an den Triebwerken hier hinten. Was brauchen wir denn? Metal Grid? Wahrscheinlich Fett, ne? Klar. Jede Menge macht aber nichts. Das holen wir gleich noch. Metal Grid und Large Steel Tubes. Okay, dann versuchen wir mal die hier. Fällt auch Large Steel Tube. So, die Triebwerke lassen sich aber irgendwie besser schweißen als die normalen Blöcke. Sehr seltsam. So, 1, 2, 3, 4, 5, 15. Ich dachte schon, Space Engineer schmiert mir jetzt ab, dass kurz stehen blieb, aber
es geht weiter. So, die Aufnahme ist gerettet. Aber Warnzeichen erkannt, wir speichern mal ganz kurz. So. So, noch einen Schluck getrunken und weiter geht's. Wir brauchen Large Steel Tubes, am besten 10, 12, nehmen wir mal 14 mit. Besser 16. Kriegen wir so viel rein, jawohl. Und dann nehmen wir nochmal ein paar mit. Machen wir die 20 voll. Der Rest müsste eigentlich Metal Grid. Metal Grid, seht ihr? Habe ich schon wieder beinahe vergessen. Hallo. Falsche Container, Metal Grid. Nehme ich auch mal 25 mit, so. Und weiter geht's. Yeah, die Sonne kommt wieder. Super. Sehen wir endlich wieder was. Wo ich kann ja das Licht trotzdem anlassen. Ja. Oder? Ja, doch, komm. So, ich mache ganz kurz die Ionentriebwerke schnell fertig, weil die sich alle einschalten. Ich muss ja dann gleich alles ausschalten, um Strom zu sparen. Deswegen, wir gehen super fix. Die mache ich schnell fertig und deaktiviere sie gleich wieder. 100, 100 und 100. So, wo komme ich da dran? Komm her. Control Panel. Iron Thrusters. Aus. Achso, nur ein. Habe ich den nicht? Ich hab doch off. Das müsste funktionieren. Ja, sehr schön. Wie mich das freut. So. Genau, wir wollten unsere hydrogenen Triebwerke auch noch fertigstellen. Wunderbar. Ja, wir tanken gleich auf. Natürlich, jetzt fallen die Motoren. Okay, kein Problem. Dann so, alle aus. Das müsste eigentlich helfen. Jawohl. Sehr schön, okay. Dann tanken wir ganz kurz Energie auf. Ja, hier haben wir auch noch eine Baustelle. Uiui, so, jetzt haben wir gleich wieder volle Energie. Dann können wir wieder weitermachen. Ach, ich hoffe, wir bekommen das Raumschiff bald fertig. Ich möchte am liebsten jetzt schon losfliegen, anstatt immer nur dran rumzubauen. Aber ich habe so das Gefühl, wenn ich losfliege, fällt mir gleich das nächste ein, was ich bauen kann. Und zwar im Weltraum. Was? Wird jetzt aber nicht verraten, was. Ich meine, kann sich ja jeder denken. So. Wir fangen alles an und machen nichts fertig. So. Nee, wir bekommen schon das ein oder andere fertig. Auch wenn uns das Spiel selber und wer auch immer noch Steine in den Weg legt, wir umfahren oder umfliegen sie. So. Wir brauchen Motoren, war das nicht ein A-Motor, sondern einfach nur ein Motor. So, ein bisschen mal 50 mit. Von den Large nehmen wir auch nochmal 12 mit. Metal Grid können wir auch noch ein paar gebrauchen. Und zwar so. Ansonsten müsste eigentlich alles noch passen. So. Hier war was. Eine kleine Abwechslung. Eine Abwechslung. Also, falls ich nicht richtig gesagt habe, ich erzähle irgendwie wieder schon so viel Bullshit. Wie ihr sehen könnt, ich habe wieder unseren Speed Mode runtergesetzt. Und zwar, ja, genau deswegen, dass wir ab und zu die Signale einfach einsammeln können. Damit die nicht immer crashen und explodieren, sondern damit wir auch was davon haben. So.
Drücken wir mal den Knopf, schauen wir, was wir bekommen. Danke. Dafür habe ich meinen Speed-Mod runtergesetzt. Klappt. Yep, ja. Das haben wir gedacht. Nee, dann bauen wir das später ab. Kann man das noch später abbauen? Ich setz mal ganz. Jawohl, Kicks einfach durch die Gegend, ne? So, ja, zack. Richtig aggressiv. So. Ich setz mal ganz kurz einen GPS-Punkt, als ob wir nicht schon genügend haben. Schrottabbau. So. Boom. Ja, doch. Auf den einen Punkt kommt es auch nicht mehr an. So. Naja, das setzt man schon mal den Speed runter und hofft, dass man dann irgendwelche tolle Items bekommt, aber es wird trotzdem nichts. Wie enttäuschend. So. Dun, dun, dun. Weiter geht's. Wo waren wir denn stehen geblieben? Genau, bei den Triebwerken. Irgendwo ging's aus. Genau hier oben. Super, das geht auch gar nicht denn. Perfekt. Hätte ich schon viel früher drauf kommen können. Da ich ja immer solche Gruppen erstelle, hätte ich schon von Anfang an, bevor ich überhaupt das erste Triebwerk mache, ich glaube, sobald eigentlich der erste Block platziert gewesen ist, hätte ich schon für die ganze Gruppe alle Triebwerke ausschalten können. Hätten wir viel Ärger erspart. So. Oder auch nicht. Okay, ich vergesse. Ich habe gedacht, wenn ich es ausschalte für alle, dann sind sie auch deaktiviert. Auch wenn sie noch nicht fertig gebaut sind. Aber dem ist wohl nicht so. Schade. Gut, ist jetzt nicht so schlimm, wackelt nicht mehr so, aber es ging schon auf die Nerven, dass jedes Mal, wenn man ein Triebwerk fertiggestellt hatte, dass dann die ganze Konstruktion angefangen hat zu wackeln, als ob es gleich auseinanderbricht. Das finde ich jetzt nicht so schön. Ne? Aber ja. Habe ich gedacht, das könnte ich beheben, so hat es sich jetzt zumindest angefühlt, indem ich schon davor alles deaktiviere. Aber naja, man sieht es ja, es ist nicht so. So, wenn ich schon mal dran bin, mache ich trotzdem mal alle durch hier. Tatsache, der geht auch an. So. Jawohl, jetzt haben wir alle Triebwerke. Also, nicht ganz alle, sondern bis auf den großen. Der fällt noch. So. Hier habe ich es gar nicht gedrückt. Oh Gott. Oh Gott, bin ich erschrocken. Seht ihr, was ich meine? Mach mich fertig. So. Landing Gears. Nee, komm. Alter. Ich krieg noch einen Herzinfarkt. Das fällt bestimmt noch runter. So. Wenn wir schon da sind, machen wir auch gleich das Große hier. Das Wichtigste überhaupt. Ohne das werden wir wahrscheinlich die Atmosphäre nicht verlassen können. Wir brauchen nochmal. Halt! Jetzt können wir ganz kurz den Schrott abbauen. Irgendwie kommt es mir so vor, als ob mit der Auflösung heute irgendwie was nicht passt. Das sieht nicht so. Ich schau mal ganz kurz nach. Ich hoffe, ihr nehmt es mir nicht böse. Vielleicht schneide ich es auch raus. Dann hört ihr es gar nicht. Und seht es auch nicht. Ja. So, willkommen zurück. Ich habe es doch jetzt kurz rausgeschnitten. Mit der Auflösung hat das nicht gepasst, wie vermutet. Es war noch nicht in Full HD. Ich bitte dies in der ersten Folge zu entschuldigen. Ab der nächsten Folge ist wieder Full HD. So. Ich stelle das manchmal um, denn ich habe hier so einen extra schönen
Ultra-Wide-Monitor. Mit dem zocke ich jetzt zwar nicht gerade, denn ja, der müsste ich dann im Fensterformat aufnehmen, das mit zurechtschneiden, da habe ich dann keine Lust drauf. Ne? Deswegen spiele ich auf einem normalen Full-HD-Monitor und so manchmal, wenn ich was für mich alleine spiele oder ein bisschen was schneide, rendere, dann benutze ich meinen Ultra-Wide-Monitor und ja, da passt dann halt einfach mehr drauf. Aber auch wenn ich was vorbereite für Space Engineers. Ne? Und deswegen hatte ich das bisschen kleinere, nicht Full-HD-Format, dass ich noch viel Platz drumherum habe, um andere Sachen anzeigen zu können. Und ja, wie soll ich sagen, ein bisschen mehr rumspielen zu können. So, wir brauchen immer noch die Large-Steel-Tubes. Aber jetzt sind wir ja wieder. Gleich zweite Folge. Ja, sind wir dann wieder in Full-HD dabei. So wie es gehört. Super. Einfach klasse. So, passt jetzt noch. Interior Blade haben wir genug. Hier haben wir auch Thruster Components. Thruster Components, ja, dann nehmen wir auch nochmal 16 mit. Reactor Components, brauchen wir die, glaube ich, weiß nicht. Wahrscheinlich nicht. Egal, wir behalten es immer. Motoren. Wir sind definitiv zu wenig, aber viel können wir nicht mehr mittragen. So, voll. Sehr schön. Das Riesentriebwerk fertig. Ein Screenshot, so viel Zeit muss sein. Das sieht doch aus wie geballte Power hier hinten. Wahrscheinlich kriegen wir es trotzdem nicht in den Weltraum. Unser tolles Gefährt. So. Wo bauen wir jetzt weiter? Ja, machen wir doch mal die Triebwerke fertig, wenn wir schon dabei sind. Ich glaube, hier haben wir alle. Hier unten. Ja, komm. So, ja. Tja, ich hab's befürchtet, Metal Crit fällt leider schon wieder. Egal, gehen wir noch auf die andere Seite. So, passt. Dann holen wir noch ein paar Metal Crit ab. Wie viel kriegt man denn rein? Brauchen immer 4, ne? So. 6, das empfinde ich auch schon wieder als zu wenig. Motoren. 18, ja, dann nehmen wir lieber noch ein paar mit. So. Sind die Taschen wieder voll und weiter geht's. Uah, nicht so schnell. Nicht so hektisch. So. Sehr schön. Ach nee, jetzt fehlen Construction Components. Ach Leute, sorry, das tut mir jetzt echt leid. Ich versuche jetzt noch, aber hier, ne? Versuchen die anderen Komponenten unterzubringen. Ich hoffe, es bringt was. Bringt auf jeden Fall mehr Platz, sagen wir es mal so. so haben wir die zwei, da fehlt noch eins. Das sind Scheinwerfer. Seitlich haben wir noch welche, genau hier. Ah, die sind schon fertig. Der hier noch nicht. Und der hier.